Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid und... So, ja, ich habe mal wieder vergessen, den Sound einzustellen. Und zwar, wo fahren wir denn mal? Eine Langstrecken-Lemont könnten wir fahren. Dafür haben wir, glaube ich, noch keinen... Open Wheel können wir fahren. Da Lara Formula 3, kann man den auf eBay kaufen. Ja, ist er sogar deutlich günstiger. Total Schaden. Wettkampfsieg sind auf 34. Nehmen wir doch den. Ja. Versuchen wir es einfach mal mit dem. Er hat zwar schon ein paar Kilometer runter, aber mein Gott. Mein Gott. Was soll der Geiz? Natürlich, natürlich. Alles klar. Unser Teamkollege startet vor uns. Also die Kameraperspektive, naja, fahren wir sie mal. Start war jetzt noch nicht so berühmt. Oh! Mal schießen. Eieiei, was geht hier denn? Da schießen wir gerade schon mal unseren eigenen Teamkollegen aus Versehen ab. Das war natürlich gar nicht gut. Ah, vor mit drei Autos haben das. Uiuiui, jetzt ja dann gedreht. Ah, geil. Jetzt haben wir richtig verloren. Das wird spannend, ob wir das aufholen können in drei Runden. Na gut. Ah, muss. Ist jetzt auch egal. Müssen wir jetzt damit halt irgendwie nach vorne kommen. Einfach so nicht so berühmt. Oh ja, da steuert der aber stark. Ich kann Gas geben. Ah, der hat schon ein bisschen was drunter. Oh, da vorne hat sich einer rausgedreht. Okay, jetzt sind wir immerhin schon mal siebter und... Naja, ganz abgeschlagen sind wir dann doch nicht. Das heißt, also, wir können da definitiv noch rankommen. Nur was riecht der drauf, so ein Formel 3 Wagen? 300 schafft er bestimmt. Jetzt hat er 290 geschafft. Eieiei, das war ein schöner Quersteher. So, wir sind schon ganz gut nach vorne. Jetzt sind wir schon fünfter. Nathan McCain ist erster, aber den kriegen wir noch. Jetzt ist Rick Scott wieder erster. Wow, warum fahren die hier nicht voll durch? Oh, wir haben am Frontflügel schon ein bisschen sehr doll demoliert fast. Aber wir können da gerade jetzt hier nicht vor. Hier können wir echt schlecht vorbei. Da wollen wir mal schön vorbei driften, genau. Oh, jemand verbremst, ja. Holt er uns wieder. Na, jetzt wird es hier ein interessantes Rennen. Ist schon die zweite Runde, also wir müssen dann doch. Schon ein bisschen was raus und müssen wir. Na, hinter uns hört man das auch schön. Eieiei. Ja, ich sage hier, diese Kurven, die sind eklig zu fahren. Ich weiß auch nicht, warum die KI da so gut durchkommt und ich da so mistig durchkomme. Oh, hat sich wieder einer rausgedreht. Wow. Och, Mann. Ja, genau, man fährt ihm dann hinten drauf. Und hier den Windschatten mitnehmen. Okay, mehr als 290 schafft er nicht, also 300 schafft er doch nicht. Och Mann, ey, die fahren mir alle hier ein bisschen langsam. Jetzt sind wir immerhin an die ersten beiden dran, die auch noch zu dasselbe Team fahren. Also Team werden mit dir auf jeden Fall nichts mehr, sondern wo mein Teamkollege ist. Das ist logisch, wahrscheinlich so einer der schnellsten Autos ist, die ich hier gefahren bin. Uiuiui, ich werde rausgekommen. Wir haben auch direkt wieder kassiert. Ja, finde schon jemanden überholt. Kann man das hier normal? Nee. Alter, der ist aber auch echt kurz vorm Abfliegen, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Oh, die beiden da vorne sind aber echt stark, also das muss man ganz klar erkennen. Die sind deutlich stärker als ich. Wahrscheinlich habe ich auch so eine Untersteuerung wegen meinem leicht demolierten Hinterreifen da. Oh, da kommen sie schon.
Ja, aber ich denke mal, vorne ran wird schwierig, da noch ranzukommen. Aber müssen wir jetzt schon hier Fabel im letzten Sektor dann gleich fahren. Da müssen sie auch noch überholen. Also wenn, dann müssten sie sich jetzt irgendwie gegenseitig abschießen oder so. Und natürlich perfekt. Aber hier auf der Geraden bin ich irgendwie schnell. Oh ja, einen kriege ich bestimmt noch. Oh, ich kann sogar ihn noch schnappen. Hier in der letzten Kurve bin ich aber deutlich mutiger. Und ich habe beide geschnappt. Das gibt's ja nicht. Und wir gewinnen tatsächlich noch dieses Rennen hier in der Türkei. Geil. 1,29 kann man mit den Dingern hier fahren. So, wo ist mein Teamkollege? Immerhin 9. Naja, kann man mit leben, würde ich sagen. Oh. So, da hat das Telefon geklingelt. Ja, Ravenwes hat schon so gut wie die Dings wir ihm geholt. Habe ich überhaupt schon Sorgen? Naja, immerhin ein bisschen. Oh, Donington Park. Ravenwes ist natürlich ganz weit. Die haben das eigentlich. Also, naja, außer jetzt die letzten beiden Rennen verkacken so ein bisschen. Mein Teamkollege startet weiterhin als ich. Und Ace McCain führt wieder für Ravenwes, also. Die müssten ja jetzt schon richtig verkacken. Alter! Oh, hier die Kurve bin ich scheiße angefahren. Okay, die Wagen scheinen echt nicht so stark, wenn man alles heile hat. Ah, ich muss aber in diese Strecke wieder rein. Eieiei, was macht der denn da? Ganz komische Sache macht der da. Na, die Strecke ist ja, wo man richtig aggressiv eigentlich fahren muss. Das ist eigentlich eine Strecke für mich. Oh, hier hinten haben sie... Achso, dann sind wir sonst mal die kurze Version gefahren. Die lange Version sind wir dem Let's Play noch nicht gefahren. Die kenne ich jetzt auch so gar nicht. Oh, schön gedriftet. Mit Pirelli-Reifen dürftest du das nicht machen. So ist dann hier hinten nur so ein... Oh, der hat sich schön rausgedreht. Jetzt sind wir wieder hinter Rick Scott und Nathan McCain. Ich weiß jetzt gar nicht, wer im ersten Rennen Zweiter war. Das merke ich mir immer nicht so. Das ist nur, dass beides Ravenwest Autos waren. Das war auch knapp da außen. Muss hier aber auch alles raus, wenn was geht. Eine Doppelführung sogar. Uiuiui. Das war nicht gut. Ja, da verlieren wir. Naja, aber wir werden hier... Naja, es wird schwierig. Ob wir da nach vorne kommen, weiß ich nicht. Das ist schon echt schwierig, da hinzukommen. Aber die beiden... Naja, wenn sie sich halt die ganze Zeit bekriegen, dadurch... wollen wir immer gut näher kommen. Jetzt die letzte Kurve. Eieiei. Die fahren ja mit ganz anderen Mitteln durch als ich. Ja, es wird aber schwierig, weil die hier im ersten Sektor sind die so stark. Ah, wir können aber einigermaßen. Ne, hier die Kurve. Eieiei, da verlieren wir mal viel. Und jetzt die nächste Kurve, die müssen wir diesmal versuchen vernünftig zu kriegen. Die wollte ich da glaube ich viel zu viel rausholen. Da sind wir rausgekommen, jetzt kriegen wir sie perfekt. Und jetzt kommt gleich dann der letzte Sektor. Ein bisschen dahinter sind wir ja schon. Ah, wird interessant. Oh, die müssen hier durch Teile. Uiuiui, was geht denn hier? Hat aber einer sein Auto komplett zerlegt. Oh! Mein Teamkollege haut hier richtig einen raus. Oh, Entschuldigung. Na perfekt. Wieder in der letzten Kurve konnte ich beide überholen, oder? Ja!
Und wenn mein Teamkollege jetzt echt noch Vierter geworden ist, das ist dann natürlich... Ah, Fünfter. Ein Platz hat er noch verloren. Also können wir nicht aufholen, wirklich. Weil die beiden wieder... Ja, hätte echt schon ein bisschen... Aber er ist immer noch Platz 6 insgesamt. Also ein bisschen Punkte. 57. Naja, wir sind 11 Punkte dahinter. Kriegen natürlich jetzt ordentliche Sponsorengelder. Wunderbar. Er kriegt auch auf jeden Fall ein bisschen was. Ja... Lohnt sich doch. Ja, den Weltkampf an sich werde ich gewinnen, aber die Team-WM werden wir wohl nicht schaffen. Dafür müsste jetzt ein Ravenvest echt ausfallen. Und Richard Betty müsste echt das aus dem ersten Rennen wiederholen. Nächste Saison werde ich auf jeden Fall einen neuen Zweitfahrer einstellen. Oh, jetzt kollidieren wir wieder mit ihm, das ist natürlich nicht gut. Also einen neuen zweiten Fahrer einstellen, der dann häufig unter die Top 5 fährt. Wow, warum fahren die hier nicht voll durch? Aber lange nicht mehr, Alter. Ah, hier Windschatten. Das ist immer schön, wenn du hier natürlich kollidierst mit solchen Open Wheelern, da hast du natürlich ein bisschen mehr Probleme. Ich schaffe auch noch 298 auf dieser langen Geraden einfach. Muss aber eine Strecke sein, auf der wir eigentlich ganz gut sein sollten, weil ich die Strecke einfach liebe und kann. War nicht gut. Wir haben zwar kaum Position verloren, aber nach vorne haben wir jetzt Zeit verloren. Das wären nur zwei Runden gefahren, da müssen wir echt jetzt ein bisschen reinhauen. Hier ein bisschen rausgekommen. Na gut, das kann man hier auch. Oh, der eine dreht sich da gerade aber schön weg. Na, der hinten muss echt richtig aggressiv. Eieiei. Oh, hier haben wir 400 Steuern gehabt in der Kurve. Moment, die Kollegen sind gleich hinter uns, aber das bringt uns nicht viel. Also ich muss auf jeden Fall noch nach vorne kommen, sonst gewinne ich hier den Wettkampf auch nicht. Die werden das Ding auch hier ganz sicher als Team WM nach Hause fahren, da brauche ich gar keine Überlegungen anstellen, aber ich würde schon gern den Wettkampf an sich gewinnen. Oh, da vorne ist aber schön geknallt. Ach, das sind die schon, da sind wir jetzt aber ziemlich reingekommen. Oh, da haben wir uns fast in die Mauer ein bisschen reingedreht, so, jetzt hier raus beschleunigen und jetzt einfach voll drauf bleiben. Mal gucken, ob wir es auch durch Rouge voll schaffen können. Ah, wunderbar. Und jetzt können wir vielleicht den Speed mitnehmen. Und die beiden dann hinter uns lassen. Ah, 299, aber mehr macht er echt nicht. Da fehlt ihm echt noch so ein siebter Gang. Oder ein paar mehr Umdrehungen. Und jetzt haben wir den ersten gleich geschnappt. Jetzt können wir hier beim Reinbremsen. Ja, wunderbar. Ich sage, ich mag die E-Strecke. Oh, jetzt haben wir da unseren, was auch immer, abgefahren. Turbine ist das, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht gut. Und sich haben wir sonst noch keinen Schaden, nur diesen optischen. Ah, okay, gewinnen werden wir hier nicht. Aber wir werden Dritter und das reicht auch zum Wettkampf gewinnen. Weil wir vorher zweimal gewonnen haben, muss es auf jeden Fall reichen. Ja, man merkt, jetzt fährt der Wagen ein bisschen nach links. Man schaut geradeaus. Aber hier fahren wir Vollgas durch und das machen die nicht. Na, hier geben sie einmal kurz die Luft vor, dann komme ich da gut durch. Als Bus-Stop. Wieder letzte Kurve. Nee, das wird nichts. Wollen wir noch versuchen, aber nee. Na, auch Real Betty wieder auf 5. Also jetzt will er sich doch noch beweisen, dass er bei uns bleiben kann für die nächste Saison auch. Na, da sehen wir es aber. Wir sind deutlich vorne. Machen wir aus 6. Mit dem 5. gleich Punkte und hätte auch locker auf Platz 4.
Das sind hinter beiden Ravens gewesen. Ach, die natürlich sehr, sehr. 106 Punkte, aber 85 Punkte, das ist auch voll okay. Hall of Fame, ja, hier sind wir natürlich nicht drin. Ah, Hauptsponsor haben wir leider verpasst. Und das ist nur noch 41.000, die wir kriegen, aber er kriegt auch noch ein bisschen was. 28.000. Genau, ich würde auch sagen, wir bleiben einfach in Europa. Ordentlich Geld kam jetzt rein. Und neue Sponsorenangebote. So, direkt mal gucken, ob er da mal mein Team Sponsoren. Was haben wir denn da jetzt? 20.000! Was kriegen wir denn bei ihm hier? Glaubt, da nehmen wir mal Mintex drauf, als Hauptsponsor, als neuen. Ziel in verdammt Position 5, das Rennen bestehen. Da würde ich jetzt ihn hier reinnehmen. Ich würde nicht so viele von denen ziehen, einfach in Position 5. Wenn wir da jetzt in Position 2 machen, ist auch nicht. Ah, diese 21.000, die wären natürlich, die sind natürlich sehr geil, aber wenn ihr unser Teamkollege halt nicht kriegt. Komm, nehmen wir ihn hier raus und ihn dafür rein. Und den anderen lassen wir erstmal draußen. Machen wir es erstmal so. Ne, wir lassen ihn erstmal nochmal drin. So. Wir fahren jetzt ein weiteres Europarennen. Und zwar Prestige. Oh ne, ich glaube dafür sparen wir lieber nochmal. Und fahren lieber Langstrecke. Haben wir da nicht sogar einen? Meine ich doch. Haben wir doch unser Auto hier. ...15 Teilnahmen, 13 abgeschlossen. Naja. Okay. Unterschätzen tun wir hier sowieso niemanden. Na, natürlich kümmere ich nur mich um die Fahrer meiner Klasse. Ah, in Belgien fahren wir. Interessant. Jetzt ist natürlich die